Moin, liebe Videospielfreunde! Ihr kennt das vielleicht auch. Ihr spielt nach ewiger Zeit mal wieder ein altes Gameboy-Spiel und bemerkt schon beim Start, dass irgendetwas nicht stimmt. Spielt dann aber ein bisschen, speichert euren Fortschritt ab und beim Neustart kommt dann die Überraschung. Früher wurde in Gameboy-Modulen mit internen Batterien gespeichert. Die sind dann irgendwann im Laufe der Jahre auch alle oder geben einfach den Geist auf. Das Modul ist dadurch nicht kaputt, nur die Speicherfunktion funktioniert eben nicht mehr oder so etwas wie bei jetzt Pokémon, die interne Uhr, die läuft halt da nicht mehr. Das ist ärgerlich. Man muss das Modul aber nicht wegwerfen, denn die Batterie kann man ganz einfach wechseln. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Das ist der einfache Weg, eine Batterie aus einem alten Gameboy-Modul zu wechseln. Ihr braucht dazu natürlich einige Dinge. Die Verlinkung zu all diesen Teilen auf Amazon findet ihr in der Videobeschreibung. Und so lasst uns einfach loslegen. Als allererstes braucht ihr natürlich ein paar Ersatzbatterien, so Knopfbatterien sind das. Die sind da drin verbaut. Die sind allerdings von Modul zu Modul unterschiedlich. Darauf kommen wir später. Ihr braucht auf jeden Fall etwas Scharfes, ein Messer, irgendwas, eine Rasierklinge würde auch funktionieren, irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwas Flaches. Ihr braucht einen ganz speziellen Schraubenzieher. Auch dazu später ein paar mehr Worte. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und ihr braucht ein bisschen Isolierband, zumindest bevorzuge ich das. Ich habe auch schon viele Leute gesehen, die es einfach mit Tesafilm machen. Ich benutze lieber vernünftiges Isolierband. Ja, und natürlich braucht ihr das Modul eurer Wahl, was nicht mehr funktioniert. Und dann können wir quasi einfach loslegen. So, beim Umdrehen des Moduls stellen wir fest, dass Nintendo seltsame Schrauben verwendet. Und dafür brauchen wir genau diesen speziellen Schraubenzieher. Also als erstes werden wir einfach mal die Schraube lösen und das Modul öffnen. So, ein paar Mal gedreht. Die Schraube bitte nicht verlieren. Und dann öffnet man die meisten Module, ich denke fast alle, indem man die Frontseite nach unten schiebt und dann abnimmt. Und dann sehen wir quasi schon die Batterie. Ja, die Batterie, die in unserem Fall verbaut ist, ist eine CR2025. Das ist in fast allen Fällen von Pokémon der zweiten Generation so. Und ich bin fast sogar noch am Glauben, noch eine Generation weiter. Da bin ich mir aber nicht so hundertprozentig sicher. Im Fall der zweiten Generation von Pokémon sind es auf jeden Fall die CR2025. Das steht auch auf der Batterie drauf, also generell könnt ihr natürlich auch das Ding erst aufschrauben, gucken, was da für eine Batterie drin ist und wenn ihr wisst, was es für eine ist, könnt ihr die nachbestellen. In anderen Gameboy-Modulen habe ich auch schon deutlich kleinere gesehen oder es gibt auch ein paar, glaube ich, die ein bisschen größer sind. Also es ist unterschiedlich, je nachdem, was drin verbaut ist, müsst ihr eben andere Batterien bestellen. Ich versuche mal eine aktuelle Liste unter meinem... also in meiner Videobeschreibung zu halten. Wenn ihr ein paar neue Erfahrungen gemacht habt, das und das Modul benutzt, die und die Batterien, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare posten und ich werde dann versuchen, diese Liste möglichst aktuell und richtig zu halten. Werde auch dann, wenn ich weitere ausbaue, das Ganze ergänzen und so können wir dann eine kleine Mini-Datenbank, sag ich jetzt mal, erstellen, welcher Batterietyp zu welches Modul passt. Wie schon erwähnt, bei Pokémon Gold, Silber und ich glaube Kristall auch, sind es die CR2025 und die werden wir jetzt erstmal einbauen. So, wie ihr seht, ist die Batterie mit einem kleinen Arm festgemacht. Auf der Rückseite befindet sich noch so ein Arm und den wollen wir jetzt als erstes einmal lösen. Der ist an zwei Punkten, man sieht zwei Punkte auf dem Arm, an denen ist er an der Batterie fest montiert. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen leicht grobe Gewalt einsetzen, um quasi die Batterie von dem Arm abzubrechen. Das klingt tatsächlich so brutal, wie es auch ist. Deswegen werden wir einmal kurz gucken, dass wir den Arm, ich glaube, der hier ist sogar, der ist auch nur an zwei Punkten fest. Generell hängt das Ding aber sehr stabil dran. Also nehmt euch irgendwas Spitzes, Scharfes, bitte nicht das beste Besteck eurer Eltern.
und versucht die Punkte einfach mit leichtem Zerren und Schneiden von dem Arm zu lösen. Dabei verbiegt sich der Arm und das ist leider nicht zu vermeiden, meines Erachtens nach. Und es wird ein bisschen Popelarbeit. Also immer schön vorsichtig, bitte nicht zu gewalttätig. Und nach, einer ist hier schon ab, die Ärmchen einfach ablösen. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut, wenn man so ein bisschen heraus hat, mit wie viel Kraft man da ran darf. So, und jetzt noch den zweiten. Zack, da haben wir ihn ab. Bitte vorsichtig, nicht schneiden und so weiter. Bei mir wäre das jetzt gerade fast schief gegangen. Und dann, wenn ihr das Ding hochklappt, seht ihr, dass da dort der andere Arm dran befestigt ist. Und den lösen wir jetzt auch noch ab. Das ist jetzt ein bisschen einfacher, dadurch, dass man halt die Batterie schon nehmen kann. Bitte aufpassen, die Ärmchen dran lassen, nicht von der Platine abnehmen, denn die brauchen wir gleich noch. Ich nehme am besten das Modul mal aus der Hülle komplett raus. Und dann gucken wir mal, dass wir das ganz leicht gelöst bekommen. Also mit leichter Gewalt die Ärmchen von der Batterie lösen und bitte die Ärmchen dran lassen. Na. Ups, 1 und 2, dann haben wir es ab. So, Vorsicht beim Entnehmen. Ihr müsst euch merken, wie rum die Batterie drin lag. Bei den meisten liegt der Pluspol unten. Das will ich jetzt aber nicht meine Hand für ins Feuer legen. Bei mir war die Seite hier unten. Und jetzt fummeln wir erstmal ganz kurz, oder wobei eigentlich können wir es dran lassen. Man erkennt auf der Seite, dass es die Plusseite ist. Die Minusseite ist im Regelfall bei diesen Batterien immer ein bisschen schmaler als die Plusseite. Das seht ihr hier ganz gut. Die Vorderseite, ich hoffe, der würde das so ein bisschen scharf stellen hier automatisch. Die Vorderseite ist halt ein bisschen schmaler als die Rückseite, die halt einfach nur glatt ist. Also müssen wir sie so rum reinlegen. Dazu kommt jetzt das Tape zum Einsatz. Wir nehmen uns einen kleinen Streifen Tape, ungefähr so, dass wir quasi damit einmal um die komplette Batterie drumherum tapen können. Also nicht zu viel, aber bitte auch nicht zu wenig. Schneiden uns den Streifen ab. Na. Zack. Und legen ihn unter den untersten Ärmchen. Die Reihenfolge der Ärmchen interessiert übrigens auch. Also das unterste Ärmchen bleibt bitte unten, das obere Ärmchen bitte oben. Ansonsten müsste man die Batterie halt umdrehen. Aber so. Wir kleben das Ärmchen quasi an dem Streifen fest. Dort drauf packen wir die Batterie. Zack. Dann machen wir das obere Ärmchen drauf. Das obere Ärmchen liegt jetzt auf der Batterie, auf dem Minuspol, das obere. Und kleben jetzt einmal den Klebestreifen von dem Tape einmal drumrum. Und haben somit die Batterie quasi schon fixiert. So, habt ihr also an dem Modul die Batterie schon wieder festgeklebt, könnt ihr das Modul ganz einfach wieder zusammenstecken, einmal zusammen hochklicken und die Batterie natürlich anschließend wieder festschrauben. Und ist die fest, ist das Projekt eigentlich schon beendet. Ihr solltet natürlich einen kleinen Testlauf einmal durchführen, gucken, ob es funktioniert. Wenn nicht, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Einfach mal aufmachen, gucken, ob alles richtig ist und wieder ausprobieren. Eigentlich sollte es funktionieren. Und damit könnt ihr dann wieder auch in euren alten Pokémon-Editionen oder eben anderen Spielen speichern. Und dann macht das Spiel natürlich auch wieder Spaß. Ja, danke. Das war quasi meine kleine Anleitung. Wie wechsle ich die Batterien in einem Gameboy-Modul? Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wenn es euch weitergeholfen hat und wenn ihr irgendwelche Erfahrungen damit gemacht habt, irgendwelche Tipps und Tricks, schreibt sie in die Kommentare. Das können natürlich auch die anderen User interessieren, falls ihr irgendeine Idee habt, was besser ist oder einen Tipp oder einen Trick habt, wie das Ganze einfacher geht.
einfach in die Kommentare posten. Ich freue mich und man sieht sich dann im nächsten Video. Bis dann und tschüss.